So, und da sind wir wieder bei The Forest. Und scheiße, ich hätte vorher gucken müssen, ob alles eingestellt wurde bei dem Aufnahmeprogramm. Aber irgendwie kommt mir das nur so vor, da sieht irgendwie der Boden ein bisschen anders aus. Ob ich da noch nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall sieht das komisch aus. Naja. Ich weiß nicht, sollen wir bis da hinten noch was bauen? Wäre cool, oder? Ich denke, das schafft man nicht. Nee, nee, das geht doch gar nicht. Wird das jetzt schon wieder dunkel oder was? Okay. Okay. Zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Folge aufnehme, habe ich bereits. Hey, das geht sogar. Batman Arkham City komplett aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge freigeschaltet wird. Ich glaube, da ist es noch nicht mal online. Vielleicht auch schon. Und ihr habt sogar schon dann gewählt zu dem Zeitpunkt. Was denn als nächstes kommt? Hier muss das hin. Hier passt das nicht. Warum nicht? Warum kann man da nicht bauen? Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall möchte ich auch gern bis zu der Insel da irgendwie hinbauen. Wäre ja auch ganz cool, denke ich mal. Ach ja, wir müssen ja jetzt testen, ob die rüberkommen können oder nicht. Erstmal setzen wir hier ein bisschen Licht hin. Alter. Der Rabe wurde voll abgeschnitten bei dem Schrei. Übrigens, ich habe ein bisschen lauter gemacht. Ich weiß nicht, ob man mich noch perfekt hören kann. Ansonsten wird das in der nächsten Aufnahmesession hier nochmal geändert. Ich hatte nämlich vorher die. Warum habe ich noch was getrunken? Vorher die, Lautstärke auf 5. Jetzt habe ich die auf 8. Wow, so eine Änderung, aber wir werden sehen, ob sich da groß was verändert. Wir brauchen noch einen Sitzplatz. Und was wir noch brauchen, ist sowas hier. Für den Fall, dass wir hier den nächsten richtigen Krieg haben. Spätestens, wenn irgendwie ein Mutant kommt. Was ja eigentlich nicht mehr so lang sein dürfte. Wir haben Tag 20 oder so. Für die Leute, die immer sagen, hey, der kommt ab Tag 9. Der kommt gar nicht an irgendwelchen Tagen. Der kommt erst, wenn man durch Zufall oder halt genug gekillt hat. Ich denke mal eher durch Zufall, aber ich sage immer gekillt, weil hört sich cool an. Ich finde es auch komisch, dass es so wenig leckt, aber das fängt gleich bestimmt an. Hier sieht man mal wieder, wie ich hier einfach mal wieder durchgefegt bin. Wie immer eigentlich. Sobald ich irgendeinen Wald betrete, ist der sofort kaputt. Ich glaube, die könnten hier sogar rüber, weil der Stein da so gut steht. Und die müssen nur gegen den Stein laufen und dann laufen die ja automatisch drüber weg. Ich kann mal gerade im Buch gucken. Mir geht's gut. Ich könnte ein bisschen mehr Rüstung vertragen.
war das jetzt? Ich habe doch gerade so ein Geräusch gehört. Habt ihr das auch gehört? Als hätte ich irgendwas aufgenommen oder irgendwas weggetan. So, 21 Tage. Ne? Falsch. Hier. Wir brauchen noch die Blackberries. Haben wir aber auch schon gesagt. Und Snowberries. Und die kanadische Gans. Und dann haben wir ja alles voll. Wir wollen das ja voll haben. Mir fällt gerade auf, warum ich das leiser gemacht habe. Ich denke mich gerade darüber nach, an einen Moment, wo ich neben einer Mauer stand und plötzlich einer ankam und meinte, jetzt schreie ich mal. Ohne Grund. Na gut, der hatte eigentlich einen Grund, wenn er das einfach so tut. Oder irgendwie meint, der steht da bestimmt hinter. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich hätte das auf 100%. Da stehen sie schon wieder. Die können das hören, wenn ich renne. Oder irgendwas kaputt haue hier. Im Sand müssten die mich mehr hören. Sand macht mehr Geräusche als normaler Boden. Aber auf dem Boot kriegen die mich nicht. Hier habe ich nämlich auch den Vorteil des Feuers. Blödes, die könnten das sehen. Und mir fällt gerade auch auf, ich habe eine der vorherigen Folgen heute erst benannt. Ich habe da irgendwie gesagt, der träge Boot oder so. Oder so habe ich das genannt, jedenfalls. Dabei guckt euch das mal an. Das geht eigentlich voll ab. Obwohl, wenn ich das von hier aus so steuere, müsste sich das doch voll drehen die ganze Zeit. Außerdem ist das voll gefährlich hier an der Stelle. Weil stellt euch mal vor, jetzt kommt einfach ein Hai. Ach ja, da fällt mir auf, vielleicht sehen wir die Haie nur nicht mehr so oft, weil die tiefer unten im Wasser sind. Könnte das vielleicht ein Grund sein? Und auf der Insel könnte ich auch noch ein Lager hinbauen. Mir wird sogar einfallen, wie ich das am besten hinkriegen könnte. Bin ich gerade über einen Stein gefahren. Ich fahre einfach über Steine. Wenn es nämlich hiermit auch klappt und ich damit Holz transportieren kann, dann können wir hier in der Luft laufen. Ja, dann können wir hier leben. Ich meine, es ist weit genug entfernt von jedem Gegner und hier wird vermutlich auch nicht irgendjemand ankommen. Und ich meine, hier kamen auch manchmal Schildkröten an. Schildkröten. Kommt schon. Und hier sind unsichtbare Wände. Ja, hier sind unsichtbare Wände. Wie man daran sieht, dass ich hier manchmal nicht hochlaufen kann. Das ist nicht, weil ich mich dazu entscheide. Das ist, weil da eine Wand ist. Die Insel hier müssen die noch aufbessern. Und
Sticks gibt es ja auch nicht. Ich möchte gerne, dass man Sticks sich selbst irgendwie holen könnte. Hätten wir damit nämlich kein Problem mehr. So, kann man hier jetzt. Was ist das für ein Geräusch? Das sind die Buchseiten. Ich habe gedacht, das wäre so ein Viech, was da gerade durchläuft. Was übrigens voll gruselig wäre. Ich gehe einfach zur richtigen Seite jetzt mal. Kann ich drauf tun? Ja, kann ich. Okay, läuft. Würde ich es gerne so drauf tun. Habe ich das nämlich perfekt in der Ecke. Und das fährt auch mit. Ja, gut. Weil mit so einem Hausboot könnten wir vermutlich relativ viel mitnehmen. Muss jetzt erstmal drehen. Ich sehe auch so wenig. Da braucht man wirklich innen drin noch so einen anderen Typen, der navigiert. Weil der sieht ja mehr. Der ist ja in der Mitte. Unser Feuer ist nicht von denen. Ich muss jetzt noch irgendwie den Karren wieder zurückkriegen, aber das wird vermutlich nicht so schwierig sein. Ich könnte den Karren vermutlich sogar aufs Boot tun, aber ich glaube, das glitscht dann rum. So, eben drehen. Es mag eine dumme Idee sein. Aber wir machen es trotzdem. Darauf habe ich keinen Bock. Darauf habe ich keinen Bock. Kommt nur her. Der ist ja einfach direkt umgedreht. Ach so, weil es jetzt Tag wird oder was? Ne, macht irgendwie auch keinen Sinn. Ja, ist doch. Der hört einfach mittendrin auf. Gut, dann können wir jetzt das Boot wieder rüberbringen. Wie viel wird da wohl reinpassen? Und kann ich aufs Dach auch noch was tun? Das ist jetzt so meine Frage. Kann ich hier denn was drauf tun noch? Also draußen? Nee. Nicht wirklich. Ich würde das schon gern hier oben sehen können. Ohne dass das schief ist. Passt. Da kommt man noch vorbei. Der ändert das eh gleich wieder um. So, kann ich mit dem Teil hier mehr mitnehmen als. Ja, kann ich.
Ja, ich kann auch sogar noch an das Feuer. Also ich kann hier eine Viererfuhre machen. Da passen, glaube ich, 7 Stück rein oder so. War das so? Keine Ahnung. Muss ich nochmal alles nachgucken. Ich meine schon. Was dann im Endeffekt heißen würde, 28 Stück können wir mitnehmen. Können wir uns schon was Großes mitbauen. Und nicht nur das. Wir könnten uns vor allem erstmal auf dem anderen da ein Haus bauen. Auf dem Platz da, aber da haben wir kein Essen und ja, trinken ist kein Problem, aber das Essen wäre ein Problem. Da müsste ich nämlich immer hier rüber und auf Vorrat sammeln. Was nicht schwierig ist, wenn man bedenkt, dass hier vorne direkt ein paar Rehe sind, die man sich holen kann. Aber ist halt immer noch ein Problem. Können wir hier denn auch einen Stickholder drauf tun? Damit wir ein bisschen davon mitnehmen können. Ja, besser hier. Haben wir da drüben nämlich auch Sticks. Damit richtig viel mitnehmen, ey. Da wären wir zum Großindustriellen. Naja, insofern man so ein richtiger großer Großindustrieller sein kann auf einer Insel, wo solche Leute rumlaufen. Aber irgendwas zum Essen aufhängen kann ich da nicht drauf tun, oder? Denkt man nicht. Ich habe gerade gedacht, ich hätte Virginia gesehen. Ne, das geht ja immer noch nicht. Warum es nicht geht, ich habe keine Ahnung. Für mich hätte es ja Sinn gemacht, wenn es gehen würde. Da müssen die Entwickler auch noch einbauen, dass man auf den Booten wirklich alles aufbauen kann. Dann wird man nämlich mehr im Wasser bauen können. Oder man baut halt gar nichts im Wasser und hat einfach so ein Boot, womit man die ganze Zeit rumfährt. Was ich übrigens auch voll cool finden würde. Einfach so auf dem Boot hier rumfahren. Und dass man halt mehr Stellen zum Fischen hat. Dann könntest du nämlich einfach mit dem Boot jedes Mal rumfahren. Kannst auf Regen warten. Kannst in den Fluss reinfahren, um dir da das Wasser zu holen. Kannst Fische fangen, während du fährst. Das wäre voll cool. Dann hast du auch nicht mehr so viele Probleme mit den Gegnern, aber was den Entwicklern bestimmt nicht gefällt. Aber mir wird's gefallen. Gerade schon gewundert, warum lässt er den jetzt schon fallen? Und wir sollten da vielleicht noch mehr Stickholder drauf tun. Ich hoffe ja, dass man irgendwann mal diese Holder aufeinander stapeln kann. Ich meine, bei Stickholdern würde das sogar Sinn machen, wenn du die so bauen würdest, dass man oben drauf noch einen drauf tun kann.
Bei Lockholdern jetzt nicht, weil dann kannst du die Loks da nicht mehr reinpacken. Weil du kannst sie am besten von oben reinpacken, nicht indem du da durchschiebst. Das ist schwieriger. Aber für Stakeholder sollte man das machen können. Gut, aber ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.